Welcome everybody to our next talk, Electronic Evidence and Criminal Matters. Willkommen zum nächsten Talk, Electronic Evidence and Criminal Matters, elektronische Evidenz in Kriminalfällen. Es geht hier über den Vorschlag einer Regulierung durch die Europäische Kommission. Der Vortrag wird gehalten von Klaus Landefeld. Er ist aktiv zu diesem Vorschlag. Und normalerweise würde man sich ja denken, dass es einfach gut, als was Gutes sein sollte, wenn die Polizei und andere Behörden leichter Zugang hätten zu Informationen, wenn ein Kriminalfall passiert. Aber in dem Fall ist das eher nicht so, zum Beispiel, weil sie manche Sachen nicht bedacht haben, zum Beispiel zur Privatsphäre, wo einfach Sachen nicht durchdacht worden sind oder die Leute, die Entscheidungsträger, das nicht interessiert. Eine Runde Applaus für Klaus und jetzt geht's los. Ja, also das ist der volle Titel für diese Regulierung. Irgendwas zur Evidenz von Kriminalfällen. Also das ist ein Vorschlag von der Europäischen Kommission aus dem April von diesem Jahr. Und was bedeutet das als Regulierung, als Verordnung? Tritt das sofort als Gesetz in der ganzen Europäischen Union in Kraft? Und da geht es darum, nicht um die Massenüberwachung oder sonst irgendwas, sondern es geht um einen konkreten Fall, also wenn in einem konkreten Fall Beweise gesammelt werden müssen, dann tritt diese Verordnung in Kraft. Es zwingt Service Provider dazu, Daten zu übergeben, wenn. Also die Idee ist, dass ein Service Provider die volle Kopie aller Daten den Behörden übergeben soll. Von den Mitgliedstaaten, die Datentypen könnten alles sein, also zum Beispiel Telefon, E-Mail, Cloud Storage, alle möglichen Arten von Kommunikation und so weiter. Die Autorisation und die Limitationen für diesen Zugang kommen direkt von dem Mitgliedstaat, der diese Anforderung gestellt hat. Also es macht keinen Unterschied, wo du bist. Es kommt nur darauf an, welcher Staat diese Anfrage gestellt hat, deine Daten zu bekommen. Und das ist eines der großen Probleme. Also es muss nicht einmal sein, dass der Mitgliedstaat, in dem du gerade lebst, damit irgendetwas zu tun hat, sondern es reicht ein Mitgliedstaat, der das angefordert hat. Also welche Arten von Services betrifft das? Also im Mai wurden ein paar Beispiele gezeigt, also ein paar Beispiele. Es ist einerseits elektronische Kommunikation, das ist definiert als definiert bei dem elektronischen Communication Code. Auch Informations-Society Services, also zum Beispiel sowas wie Facebook, Online-Marktplätze, Hosting Services, all diese Sachen gehören dazu. Registrars and registries, auch außerdem Domain Name, Registries und IP Registries. Also weitere Beispiele für elektronische Communication Services sind Internet Zugang Services wie zum Beispiel Vodafone, Orange, Proximus. In principle at least Wi-Fi providers, even so definitiv zumindest Wi-Fi WLAN Provider, aber auch interpersonal communication services, das bedeutet wiederum Handy, alle möglichen Sachen, aber auch Telegram und Skype und WhatsApp und Signal. Also sie wollen alle Art von Kommunikation zwischen zwei Personen bekommen können.
Was auch ein bisschen schwieriger ist, ist die Übertragung von Signalen. Also das ist auch einer von diesen Punkten. Im Prinzip geht es darum, könnte das ja ISPs, also Internet Service Provider oder Radio oder Fernsehübertragungsanstalten umfassen. Aber dadurch, dass wir jetzt mit der Kommission weitergeredet haben, hat sich herausgestellt, dass das auch Internet of Things Anbieter umfassen könnte. Das Einzige Wichtige ist, dass die Firma, die die Übertragung von irgendwelchen Übertragungen von Signalen anbietet, dann fällt sie unter diese Definition. Also die ist sehr, sehr breit. Die Information Society Services, die Informationsgesellschaft Services umfassen Social Networks, Facebook, Twitter, Online-Marktplätze wie Amazon, eBay, Host Provider und was auch genau, also explizit erwähnt sind auch eben Amazon Web Services und andere kommerzielle Plattformen. Im Prinzip bedeutet das, dass alles, was dort gespeichert werden könnte, zum Beispiel in der Cloud, wäre Teil von dieser Verordnung. Da fallen noch andere Services dazu, darunter zum Beispiel YouTube oder Microsoft Azure, Office 365. Alle Dateien, die da hochgeladen worden sind, fallen auch darunter. iTunes und so weiter. This is all stored data. Da gibt es überall gespeicherte Daten und diese Transaktionsdaten können wir eben dann abrufen. Als Beispiel für Internet-Domain-Anbieter und Services haben Sie RIPNCC erwähnt, Domain-Registration-Services der verschiedenen Länder und der EU, Domain-Name-Registrare und so weiter. Auch Privacy- und Proxy-Service-Betreiber fallen darunter. Nowadays under the GDPR, so that you can't see who's actually behind the domain, so they can target these. Zum Beispiel auch das Whois-System, das ja derzeit nicht mehr veröffentlicht ist wegen der Datenschutzgrundverordnung, wird dann wieder geöffnet für die Polizei und ähnliche Behörden. Das bedeutet, alle Daten, die in einem Mitgliedstaat gespeichert sind, können von jedem Mitgliedstaat innerhalb von 10 Tagen beantragt werden, in manchen Fällen sogar nur 6 Stunden, wenn es wirklich, wirklich wichtig ist. Dabei muss die nationale Behörde in deinem Land gar nicht mitarbeiten. Die müssen nicht mal darüber informiert werden. Diese Prozeduren, diese Abläufe können in jedem EU-Mitgliedsland durchgeführt werden, egal wie die Gesetze sind in dem Land, wo du dich befindest. Sie müssen sich nicht mal überlegen, ob das jetzt legal wäre oder nicht. Kriminalrecht, das Strafrecht ist ja nicht harmonisiert in der Europäischen Union. Deswegen sind ja unterschiedliche Sachen in unterschiedlichen Ländern strafbar oder nicht. Und das ist aber nicht wichtig für, wenn etwas in dem Mitgliedstaat strafbar ist, in dem die Untersuchung stattfindet, dann ist es egal, was in deinem Mitgliedstaat ist. Es gibt ja schon ähnliche Mechanismen. Da ist es aber so, dass die Behörden zu den anderen Behörden in den jeweiligen Mitgliedstaat hingehen müssen und die dann beantragen, dass die Daten durch die legalen Mittel in diesem Mitgliedstaat gesucht werden und dann weitergegeben werden. Dabei stellt sich auch die Frage, ob das überhaupt strafbar ist in dem Land.
wo du dich befindest. Normalerweise müssen ja die Behörden in einem Land sich darum kümmern, dass die Sachen, dass sich an Gesetze gehalten wird aus deinem Land. Und da stellt sich jetzt die Frage, was sind die Probleme mit den individuellen Rechten? Also die Konsequenzen und die legalen Konsequenzen und der Prozess an sich sind überhaupt nicht klar für das Individuum. Und das Problem ist, dass es auch nicht klar ist, welche Rechte die Personen gegen die gegen die prozessiert wird, in den jeweiligen Mitgliedstaaten haben. Also es ist nicht klar, wie man überhaupt zum Beispiel Court Cases gegen und es gibt keine Harmonisierung, nicht einmal innerhalb der Europäischen Union. Typically under national law there are provisions that this happens to this and that extent one way or another. This proposed regulation does not cover that at all. Und die Regulierung kümmert sich überhaupt nicht darum, wie das jetzt eigentlich funktioniert und wie das abgedeckt wird, wenn ein Individuum in einem anderen Land verklagt wird aufgrund oder wenn ein Individuum belangt wird aufgrund der freigegebenen Daten. In other countries, it's completely legal. So if you would use email services to arrange for that in the Netherlands, you might be very careful that that you won't have that visible in Poland. Still, it might be requested now from the Netherlands. And you might be prosecuted based on that. Okay. We had a good example ein Beispiel, zum Beispiel in Deutschland hatten wir dieses Jahr ein Beispiel. Da gab es eine Person, die aufgehalten wurde, aber das deutsche Recht meinte, that's not even prosecutable in Germany. So they had to release him again. But everything which would have happened in between. Also im Fall vom katalanischen Ministerpräsidenten Puigdemont war es ja so, dass in Deutschland etwas nicht strafbar war, weil er in Deutschland war und deswegen die spanischen Behörden, die einen Antrag gestellt hatten an die deutschen Behörden, den nicht fortführen konnten, weil das unter deutschem Recht nicht strafbar war und die deutschen Behörden dann nicht kooperiert haben. Das wäre dann aber nicht mehr weiterhin der Fall. Du kannst in einem anderen Fall, wo es um die Überwachung von Mautgebühren geht, gibt es ähnliche Probleme, dass es Data can be inquired from a foreign country, which your national law enforcement authorities cannot even inquire. Daten aus einem anderen Land beantragt werden in deinem Land von einem Provider und der die dann rausgeben muss, was unter dem lokalen Recht in deinem Land überhaupt nicht erlaubt wäre. Zum Beispiel die Daten darüber, wo sich dein Telefon befindet, sind in Spanien ganz anders als in Deutschland. Telefonica, der spanische Telefonbetreiber, gibt in Spanien eine Fülle an Daten heraus, die in Deutschland undenkbar wären. Zum Beispiel persönliche Fotos, Tagebucheinträge. Aber das betrifft natürlich dann auch geistiges Eigentum, die Geschäftsgeheimnisse und so weiter und so fort. Und wie erklärt man das jetzt Firmen, dass sie da mitspielen müssen, wo sie sich ja
was sie gar nicht müssten, wenn das bei, im nationalen Recht der Fall wäre. Ein Beispiel ist die ungarische Polizei, die eine Wohnung in Wien anruft und kommen nach Österreich und kommen in eine Wohnung und erzählen nicht einmal in den österreichischen Behörden, dass sie da waren. Das wäre in der physikalischen Welt niemals denkbar, aber in der digitalen Welt ist das jetzt genau das Gesetz, das auf den Weg gebracht werden soll. Es gibt auch, also was ist mit unterschiedlichen Verfassungsrechten in den verschiedenen Ländern, zum Beispiel der Kernbereichsschutz in deutschen Verfassungsschutz, kann das überhaupt, also wie ist die Interaktion mit dieser Art von Gesetzen und im Prinzip sollte keine europäische Gesetzgebung dieses deutsche Grundgesetz angreifen, aber dieses Gesetz macht das. Es gibt außerdem prozedurale Probleme, also jede juristische Autorität in eines Mitgliedstaates darf jetzt den Service Provider direkt kontaktieren und wir reden hier von Tausenden von Behörden, die im Prinzip jetzt alle möglichen Arten von Speicher, also über die ganze EU verteilt, wenn dieses Gesetz in Kraft treten würde, könnten 13.000 unterschiedliche Behörden beantragen, von einem Service-Provider Daten zu verlangen. Wie soll der Service-Provider überhaupt wissen, was das für eine Behörde ist und ob das jetzt ein echter Request ist oder nicht, ob das jetzt legal ist, dass sie das beantragen oder nicht? Die Europäische Kommission könnte da jetzt vielleicht eine offizielle Liste veröffentlichen mit allen autorisierten Behörden, aber das tut sie nicht, weil das ist die Aufgabe der Nationalstaaten und die wollen das nicht tun. Was es immer noch viel verrückter macht, und wird das jetzt elektronisch beantragt werden können, diese Daten, wird das dann signiert oder wird das dann doch nicht gefaxt oder wie funktioniert das in der Praxis? Was auch nicht harmonisiert ist, wo diese Verordnung Probleme hat, ist, dass die Minimal- und Maximalstrafen nicht harmonisiert sind. Eine Form von diesen Anfragen können nur gestellt werden, wenn es um eine Straftat geht, die mit einem Mindeststrafmaß von 3 Jahren hat, und das könnte ja in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich sein. In deinem Land könnte es ja 2 Jahre sein oder im anderen 3 oder 5. Bei genau derselben Art von Verbrechen. Wenn man sich einzeln diese Fälle ansieht, kann das aber für den Provider ja nicht funktionieren, weil der Provider ja nicht für jeden Fall checken kann, darf das dieser Staat jetzt, darf diese Behörde das beantragen? Waren das jetzt, ist das jetzt in diesem Land 3 oder 5 Jahre? Und genau dasselbe Problem stellt sich auch, wie gesagt, ob dieses Verbrechen in meinem Land strafbar ist oder nicht. Das könnte jetzt gelöst werden, wenn es eine verbindliche Liste geben würde von der Europäischen Union, wo drinnen steht, naja, das sind alle Verbrechen, die unter dieses Gesetz fallen, die diesen Minimalgrenzen entsprechen, aber es sieht danach aus, dass die Mitgliedstaaten kein Interesse daran haben, so etwas zu veröffentlichen, auch deswegen, weil sie sich vielleicht nicht darauf einigen können, was dieser Katalog dann alles umfassen würde.
Also man sieht da auch schon wieder, es ist sehr klar, dass es offensichtlich ist, dass Firmen solche Daten veröffentlichen sollen, wenn es klar ist, dass in einem Land so etwas strafbar ist, aber wie das dann funktionieren kann und wie das überprüfbar ist, das ist ein großes Fragezeichen. Genauso stellt sich dieses Problem bei Drittstaaten. Auch hier ist es, also in dem Fall ist es so, dass das Gesetz klar spezifiziert, dass Drittstaaten, dass Daten nicht in Drittstaaten übertragen werden. Aber derzeit können die Mitgliedstaaten der Europäischen Union freie Verträge schließen mit anderen Staaten über diese Formen von Datenaustausch. Und da ist es so, dass es unbedingt so sein sollte, dass die Europäische Union gemeinsam auftritt und dass die Daten nur nach einer gemeinsamen Regulierung geteilt werden, weil wir sonst wieder das Problem hätten, dass einzelne Länder unterschiedliche Regelungen haben könnten. Beim bereits bestehenden Prozess von freiwilliger Zusammenarbeit zwischen Behörden on how to share data, so whatever the Netherlands and Germany have a contract, Austria and Germany have a contract. Zum Beispiel Deutschland und Österreich und Deutschland und die Niederlande und Frankreich und Spanien haben alle Verträge miteinander, wie sie Daten austauschen. Und derzeit ist es unklar, was jetzt da schlagend wird. Wird diese neue Verordnung dann diese Verträge überschreiben und übertrumpfen oder bleiben diese Verträge weiterhin gültig? Und was ist, wenn es jetzt irgendwie striktere Regelungen gibt? Welche dieser Regelungen werden dann befolgt? Also im Endeffekt ist es die Frage von Standards. Was ist jetzt der wirkliche Standard und welcher wird angewandt? Es gibt auch keine Harmonisierung von technischen Details. Überhaupt keine. Es geht immer nur um Abläufe, um Minimalstandards, aber es gibt nicht einmal eine Öffnungsklausel über technische Richtlinien. We need a technical regulation. Aber wir brauchen unbedingt eine technische Regulierung. For the European Investigative Order, there's an ATSI standard, which secures the integrity and the privacy. Bestehende Regelung gibt es jetzt schon einen ATSI-Standard, also von der europäischen Standardisierungs von dem Gremium. Aber für diese neue Form gibt es gar nichts. Also man kann es auch faxen oder sonst irgendwie. Schickt man das jetzt dann unverschlüsselt via E-Mail oder ja, das ist alles offen und das steht nicht im Gesetz. Und da besteht die Notwendigkeit, dass diese Verordnung erweitert wird. Das ist absolut essentiell in einer digitalen Welt. Und ich verstehe gar nicht, wie jemand mit so einem Vorschlag überhaupt sich so einen Vorschlag überhaupt ausdenken kann, wo es ja konkret um elektronische Dinge geht, dass dann nicht spezifiziert wird, was elektronisch übertragen wird und wie. So the same goes for companies. I mean, obviously, a lot of you probably work for providers or so, or das gleiche gilt natürlich für Firmen, auch für Firmen, die digitale Services anbieten. Also zum Beispiel im Prinzip haben wir einen europäischen Markt und auch einen europäischen Markt für elektronische Kommunikation. Und im Prinzip
is not a bad idea. Im Prinzip die Idee, dass es eine einheitliche Strategie gibt, auf welche Daten zugegriffen werden kann und auf welche nicht, ist eine gute Idee, das muss ich zugeben. Aber wie das genau passiert und wie diese Daten genau verteilt werden, wie diese Daten genau weitergegeben werden, das ist komplett unklar. Und eine Prozedur, die das vereinheitlichen würde, wäre sehr gut. Der direkte Kontakt eines Landes mit einem Service Provider. And that is something which we view is very problematic, because who is responsible to uphold the rights of the individuals in that setup? Wer ist dafür verantwortlich? Also das Problem ist, wer ist dafür verantwortlich, die individuellen Rechte aufrechtzuerhalten? Ist es eine private Firma? Ist es der private Sektor? Definitiv auch eine Bewegung, die jetzt gerade stattfindet, wo viele Aufgabenbereiche outgesourced werden oder diese Verantwortung ausgesourced wird zu Firmen. Und das passiert schon auf lokaler Ebene, und hier scheint es zu sein, dass es jetzt nun auch auf europäischer Ebene so ist. That we as industry view as a big problem. Because obviously this is all also about liability. So es geht hier natürlich auch um Verantwortlichkeiten. It needs to be clear for a service provider, if I release data based on that regulation, that I'm only acting on an official capacity, working on an official state order, and carry out measures that have been prescribed by some other state, but at least by some state. So I'm not liable for releasing that data. Also, im Moment ist es nicht mal klar, wer verantwortlich ist, diese Daten zu veröffentlichen. Ja, es ist europäisches Recht, aber wie ist es verbunden mit dem nationalen oder mit den lokalen Rechten oder mit den nationalen Rechten? Diese Verantwortlichkeiten sind absolut überhaupt nicht klar. Es gibt eine Sache, die Firmen sind natürlich bedroht, weil sie nicht wissen, was jetzt passiert, und das bedeutet, es gibt ein finanzielles Risiko, nicht auf den Request einzugehen, aber gleichzeitig ist es komplett, und es gibt dann aber auch überhaupt keine Zeit, auf diesen Request einzugehen, weil es ja innerhalb von ein paar Stunden erfolgen soll. Es ist sehr schwer, und es sollte wirklich in etwas klarer, sehr, sehr viel klarer gefasst werden. Es sollte auch in dieser kurzen Zeit ist es auch sehr schwer herauszufinden, ob es ein manipulierter Request ist. Es ist nicht mal klar, ob das autorisiert ist. Und wie sollen Firmen das so schnell checken, so schnell sicherstellen, dass auch tatsächlich ein behördlicher Request ist und nicht einfach ein Fake Request. Und das ist sehr wichtig, wenn es Betrug war, ist die Firma dann trotzdem verantwortlich dafür. So, das ist für die Firma sehr, sehr problematisch und beinhaltet sehr viele Risiken. And obviously you cannot check if that is legal in 28 different legal systems. Und natürlich kann man das nicht festmachen, ob das jetzt in diesen 28 Mitgliedstaaten legal ist, weil es auch nicht, wie gesagt, nicht harmonisiert ist, das Recht nicht harmonisiert ist. So it was requested for one thing, and it can be used in a different legal case. Not even und, and also it should be very clear that that evidence released to a law enforcement authority, and then it becomes clear that this data should not have been released. Und wenn es später feststellt, dass die Daten nicht hätten sichergestellt werden dürfen, dann ist die Frage, ob man diese Daten dann überhaupt im Gericht, ob die Daten im Gericht zugelassen sind, das ist auch überhaupt nicht klar. Okay, so, also wo sind wir jetzt in diesem Prozess? Also die Regulierung ist jetzt noch nicht durch.
Es gab eine Position des Europäischen Data Protection Boards am 26. September. Aber das Council hat es angenommen ohne Änderungen am 7. Dezember 2018. Also wenn es jetzt durch das Parlament durchgeht, dann wird es sofort Gesetz. Wenn das Parlament es verhindert, dann gibt es einen Trilog und dann können wir noch immer verhindern, dass es Recht wird, europäisches Recht wird. Das Parlament hat ein Hearing am 28. November und es ist aber jetzt unklar, wie die weitere Vorgehensweise ist. Deswegen denke ich, es soll einen Call to Action geben, wir müssen etwas tun und es geht an NGOs, es geht an Firmen, es geht an Individuen. Es ist ganz wichtig, dass dieses Gesetz nicht umgesetzt wird. Es gibt so viele Unklarheiten in dieser ganzen Regulierung. Und wir können uns nicht sicher sein, dass wenn ihr irgendwas speichert im Netz, dass das nicht irgendwann irgendwelchen Autoritäten, irgendwelchen Behörden übergeben wird. Also Hungary, Latvia, the Czech Republic, but on different grounds, because they. Es gibt ein paar Länder, die sich dagegen gegen diese Regulierung sträuben. Darunter sind Deutschland, Niederland, Finnland, Griechenland, Ungarn, Lettland und Tschechien. Die Hauptproponenten dieser Regulierung sind Frankreich, Spanien, Irland und Belgien. Und speziell in diesen Ländern wäre es sehr wichtig, wenn Menschen und NGOs in diesen Ländern aktiv werden, in ihre Parlamente gehen und erklären bzw. Druck machen und fragen, warum diese Länder, diese Parlamente das unterstützen. Außerdem solltet ihr mit euren jeweiligen Parlamentarierinnen reden und eure kritische Stimme erheben und sie fragen, warum sie dafür waren oder dafür sind. Es ist noch ein bisschen Zeit bis zur Wahl im Mai und ich hoffe, es wird noch ein bisschen Action geben. Ich hoffe, es wird noch etwas passieren. Und ja, mit dem hier ist ein Link zu allen Materialien, die ich verwendet habe, beziehungsweise Links zu interessantem Lesematerial. Das könnt ihr euch anschauen. So the legal committee of the parliament, which also strongly. Ja, also hier das eigentliche Proposal. Hier sind Links zum eigentlichen Proposal, auch zur offiziellen Meinung der European Data Protection Board. Und jetzt bin ich bereit für Fragen aus dem Publikum. Dankeschön. Thank you very much for the talk, Klaus. We still have quite some time for questions and answers. So if you have any questions, you can move to any of the microphones we have here in the room. Okay, also wir haben jetzt Zeit für Fragen und Antworten. Also falls es da welche gibt, bitte zu den Mikrofonen, auch aus dem Internet. So, let us start with microphone number 5. Wenn wir da jetzt drauf bestehen würden, eine elektronische Signierung haben, könnten wir dann nicht auch gleich nachfragen bei der Behörde in meinem Land, ob das jetzt legal ist oder nicht? Ja, wir haben darüber nachgedacht. Ja, eigentlich, was die Service Provider vorschlagen, ist, dass es von den lokalen Autoritäten zu einer zentralen Agentur geht und dann runter. Also das. The outgoing central authority should have signed it. Then there was an inbound. Und alle Parteien sollten es signiert haben und das sind wird das Land, aber auch das Land, das die
das diesen Antrag gestellt hat, sollten alle involviert sein. Und es sollte Checks geben, schauen, ob es Betrug ist oder nicht. Aber dagegen wird eigentlich, also das wird sehr stark angelehnt, zum Beispiel in Deutschland. Deutschland meint, wir können das nicht tun, weil innerhalb von 6 Stunden können wir diese Checks nicht machen. Also jeder Service Provider soll das tun, aber kann es nicht tun. Und der Legalitätscheck outbound und inbound, das ist absolut wichtig und notwendig. Danke, Klaus, dass du uns darüber informiert hast, über diesen Albtraum. Wenn denn da jetzt eine Anfrage reinkommt von einer Behörde, gibt es da irgendwelche Richtlinien, was für eine Sprache das sein sollte? Ist das jetzt Deutsch, Polnisch oder wie? Ja, also, ja, eigentlich, jede Firma oder jeder Service Provider muss eine Adresse publizieren und die Sprachen, in denen sie das weitergeben wollen, auf ihrer Webseite. As with the list of authorities being eligible to request a list of service providers, also einerseits eine Liste von Behörden, die das requesten dürfen, und eine Liste von Firmen, die diese Requests bearbeiten müssen. Es wäre sehr gut, wenn wir so eine Liste hätten. Aber leider ist es auch abgelehnt worden. Es ist anscheinend zu schwierig, diese Liste zusammenzustellen. Und das elektronische Signieren steht absolut außer Frage. Außerdem, diese Liste der Service Provider ist anscheinend unmöglich zusammenzustellen, weil sie sehr offene Definitionen davon haben, was Service Provider eigentlich sind. Anyone who's transmitting and storing data, jeder, der Daten überträgt oder speichert, könnte ein potenzieller, so definierter Service Provider sein. Und deshalb wollen sie das offen gestalten. I'd like to remind the people who are already leaving to please do so quietly and everybody else who's in the room to also be quiet. Next question from microphone number 3, please. So, since you have a big German audience, also, da du ja eine große deutsche, ein deutsches Publikum hast, kannst du uns sagen, welche von den Parlamentariern in Brüssel aus Deutschland sind da jetzt dafür und welche sollten wir direkt ansprechen? Ich kann das leider nicht beantworten. Ich habe mit den deutschen Members of Parliament noch nicht gesprochen. Wir haben sie als Gruppe angesprochen. Sie haben das jetzt mal abgelehnt, aber wir müssen das jetzt einzeln mal angehen. Ein Kollege in Brussels hat das schon gemacht, aber ich weiß jetzt nicht genau, mit wem er jetzt genau gesprochen hat. Aber ja, das ist definitiv etwas, was wir machen müssen. Wie sollten die absendenden Behörden wissen, an wen sie jetzt diese Anfrage schicken sollen? Selbst wenn sie jetzt eine IP-Adresse haben, sollen sie das jetzt an den Server schicken oder an den ISP von dieser IP-Adresse oder irgendeine Kommunikationsfirma? Gute Frage. Ich kann das wirklich nicht beantworten, weil das Proposal das einfach nicht beinhaltet. Es gibt keine Möglichkeit herauszufinden, was Service Provider eigentlich sind. Und das Problem also herausfinden, wer der Service Provider sind, heute auch, aber auch nicht für die fragenden, requestenden Behörden. Hi, thanks for the talk. Danke für den Talk. So you said, du hast uns erzählt, are above the targeted states laws. Das spezifische, die Gesetze des
Ankunftslandes, über denen das Absendeland steht, oder wie könnte das reguliert werden? Ja, das ist genau das, was wir machen wollen. Das ist genau das, was notwendig wäre. Zum Beispiel gibt es Ausnahmen, so wie Ärzte, aber das ist nicht mal da drinnen. Also es gibt Ausnahmen für gewisse Behörden, wie eben Ärzte. Und diese Daten sollten nicht veröffentlicht werden, aber das ist überhaupt nicht drinnen in diesem Vorschlag. Es ist eigentlich ein guter Punkt, die Parlamentarier zu diesem Punkt genau zu befragen. Dieser Vorschlag stellt das absolut nicht klar. Du musst die Daten herausgeben, egal was. Und es ist nur eine Frage, ob es strafbar ist oder nicht. Aber das bedeutet also, die nationale. Now the time of the internet has come and they will be asking their question. Die nationale Gesetzgebung aus einem Land zählt einfach nicht. So, nächste Frage, eine Doppelfrage. Erstens, ist Behörde irgendwie definiert oder wie funktioniert das? Behörde, also manchmal braucht man auch die Gerichte in manchen lokalen Rechten kann auch der Geheimdienst zum Beispiel Daten beantragen, dann werden die das auch zum Beispiel. Aber es sagt explizit, es geht nur um das Strafrecht. Also es geht nur um strafrechtlich verfolgbare Dinge. Es ist sehr schwierig. Es geht jedenfalls nur um strafrechtliche relevante Dinge. Und muss man da jetzt zu einem Richter gehen, auch in irgendeinem Land? Gibt es irgendwas? Es kommt ganz auf das Land an und die lokalen Rechte. Wenn die Polizei oder die Staatsanwaltschaft das tun kann, wenn nur da die Unterschrift notwendig ist, dann braucht man das. Und wenn nicht, aber wenn man Content Data möchte, dann ist es ein ganz spezieller Punkt, zum Beispiel Cloud Services oder something, etwas wie das. Aber es kommt immer auf die lokalen Gerichte drauf an. Thank you. Thanks for this wonderful talk. Please do go very close to the microphone. Yeah. Hello, Klaus. Thanks for the wonderful talk and preparing it in such a short time. I would have two questions that popped into my mind. Ich habe zwei Fragen, die da in meinem Kopf herumschwirren. Wir haben ja jetzt schon viele Zusammenarbeitsverträge zwischen verschiedenen Behörden in den europäischen Staaten. Sehe ich das richtig, dass diese Verordnung es ermöglichen würde, dass diese Behörden jetzt im Tandem irgendwie so zusammenspielen, um sich gegenseitig Daten zu beantragen, die sie in ihrer jeweiligen Rechtslage nicht beantragen dürften? Ja, das war auch in der Präsentation. Nur die nur der Staat, wo die eigentliche strafrechtliche Verfolgung stattfindet, sollte die Daten beantragen können. Aber es ist wiederum wirklich, wirklich nicht klar und es muss klar gemacht werden, weil der spezielle Teil, dass die Daten weitergegeben werden können, das muss wirklich klar gemacht werden in dieser Regulierung. Aber im Moment ist es nicht im Vorschlag. Microphone number two, please do ask your second question. The other point was, when does data count as being stored? Und meine zweite Frage ist, wann zählen Daten als gespeichert? Zwei Minuten nach meinem Telefonanruf oder 10 Stunden oder 24 Stunden? Der Vorschlag sagt es nicht, da kommt es wieder auf die lokalen Gesetze drauf an, aber
Es ist normalerweise alle Arten von E-Mails, Cloud-Data, Daten, die übertragen werden, sind normalerweise keine gespeicherten Daten. Als Firma kann ich irgendwie außerhalb dieses Gesetzes stehen, wenn ich zum Beispiel eine Universität bin. Wenn du deine eigenen Services betreibst, dann gilt das natürlich nicht. Also wenn du das nur für dich selbst tust, dann bist du kein Service Provider, aber wenn du das natürlich für andere Menschen machst, dann schon. Aber Universitäten, das kommt dann drauf an, auf die lokale Gesetzgebung. Das weiß ich für die meisten Länder jetzt gerade nicht. In Deutschland weiß ich zum Beispiel, E-Mails müssen die Universitäten nicht weitergeben. Das ist, was ich meine. Wir müssen diese Prozeduren ändern und wir müssen wirklich klarstellen, wer das jetzt gerade ist. Und wenn ich jetzt nicht verantwortlich dafür sein muss, etwas gespeichert zu haben, dann... Wenn es in verschiedenen Ländern unterschiedlich ist, was die Definition von Speichern unterschiedlich ist in unterschiedlichen Ländern, dann ist es überhaupt nicht klar, was dann als gespeichert gilt und was nicht gespeichert gilt. Und das muss unbedingt klarifiziert werden. Und das might work both ways. And the Internet has the honor of asking the final question for the session. Und die letzte Frage für diesen Tag. User asked if we should use the law against the politicians which proposed it, if it actually comes into effect, to kind of show them how bad it really is. Können wir dieses Gesetz irgendwie gegen die Politiker einsetzen, die das vorgeschlagen haben? Ich kann diese Frage eigentlich nicht beantworten. For all of your questions. Thank you so much for being so active. Also, thank you very much. Vielen Dank für die Fragen und nochmal auch an Klaus für diesen Vortrag. Und damit verabschieden wir uns auch von der Übersetzung. Das war die Übersetzung.